Hallo und herzlich willkommen im Denkraum Improvisation im Exploratorium Berlin zu den Key Concepts Nummer 3. Heute zum Thema Improvisieren als Handeln. Mein Name ist Matthias Maschert und ich freue mich ganz außerordentlich, dass heute Abend bei mir zu Gast ist die Kultursoziologin Silvana Figuera Drea. Herzlich willkommen. Mir ist Silvana eigentlich schon seit langem ein Begriff, im Grunde seit dem Erscheinen dieses Buches hier, 2008, Menschliches Handeln als Improvisation, wo sie einen Beitrag dazu geliefert hat. Und das war ein sehr spannender Aufsatz auch. Und dann hatten wir die Freude, auf einem Panel zu sein, vor 2 Jahren auf einer Tagung gemeinsam. Da haben wir uns dann näher kennengelernt. Und wir hatten kurz einen E-Mail-Kontakt und Silvana hat dann geschrieben, lassen wir uns schöne Ideen einfallen. Und das ist jetzt die erste Idee, die wir haben, nämlich heute Abend über Improvisieren als Handel zu sprechen, hier im Exploratorium. Silvana studierte Soziologie an der Universidad de Buenos Aires und hatte schon zu der Zeit diverse Stipendien. Sie promovierte dann auch mit einem Stipendium an der Universität Konstanz. Ebenfalls in Soziologie, das war noch nicht Improvisation, da ging es noch um das Thema ein Dialog ohne Objekt, die Konstruktion der politischen Korruption im Diskurs der argentinischen Nachrichtensendungen. Danach arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Projekt Identitätskonstruktionen in pluralistischen Gesellschaften, Prozesse der Konstitution des Fremden und des Eigenen in Argentinien, auch ein wahnsinnig spannendes Thema, denke ich. Und dann ging es richtig los bei ihr mit dem Thema Improvisation, kann man sagen. Sie leitete dann das Projekt Improvisation als neuer Handlungstypus, eine handlungstheoretische Exploration der musikalischen Improvisation. Und da muss man dazu sagen, das war übrigens auch das erste und bisher, glaube ich, auch einzige Forschungsprojekt zum Thema Improvisation, was von der Deutschen Forschungsgesellschaft finanziert worden ist. Ihr eigenes Postdoc-Projekt drehte sich dann um konzertiertes Handeln, Abstimmungsprozesse beim musikalischen Improvisieren in Free Jazz und Flamenco. Und ihre Habilitationsarbeit befasst sich mit musikalischem Improvisieren aus der Perspektive der Handlungs- und Interaktionstheorien. Das ist im Grunde jetzt auch das Thema, auf das wir heute abzielen. Sie arbeitete dann seither als Privatdozentin und Gastprofessorin an verschiedenen Universitäten in Deutschland, Argentinien und Brasilien und als freischaffende Kultursoziologin am Technologiezentrum Konstanz. Ja, ich habe schon gesagt, du hast dich wirklich viele Jahre mit dem Thema Improvisation intensiv auseinandersetzen können, auch durch dieses Forschungsprojekt, was du von der DFG finanziert bekommen hast. Aber mich würde jetzt als erstes interessieren, wie bist du denn als Soziologin auf das Thema Improvisation gekommen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung an das Exploratorium. Ja, ich bin an dieses Thema Improvisation gekommen, weil ich in einem Soziologiekongress unterwegs war. Ich habe mir die Bücher angeguckt und ich habe ein kleines Buchlein entdeckt über Improvisation in Lateinamerika. Ich komme aus Argentinien. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Für mich war das kein Begriff, Improvisation, natürlich, weil in Lateinamerika ist Improvisation im Alltag zentral fürs Überleben. Und deswegen ja, bin ich von alleine nie auf die Idee gekommen. Und dieses Buch wurde von einem deutschen Soziologen geschrieben, der in Paraguay an der Universität gelehrt hatte. Und das fand ich sehr spannend und das war quasi der Anfang des späten Improvisationsprojektes für mich, ja. Okay, und dann hattest du da im Grunde schon wirklich Lust bekommen, als Soziologin auf dieses Thema einzusteigen und hattest du aber sonst aus soziologischer Perspektive schon ganz andere Zusammenhänge nochmal, aus denen das Thema Improvisation kam? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Also das Thema Improvisation war in der Soziologie so gut wie nicht präsent. Ja? Das war kein Thema. Mhm.
das Wort Improvisation kam in Lexika, in der Musikologie, vielleicht in der kognitiven Psychologie, die sich mit Musik beschäftigte. Aber die Soziologie ist die Wissenschaft der sozialen Ordnung. Und deswegen ist Improvisation für Soziologie kein Thema. Ja? Soziologie ist als Wissenschaft entstanden, die sich Ordnung, quasi Strukturen, soziale Strukturen, die Entstehung sozialer Strukturen und so weiter beschäftigte. Und deswegen war Improvisation überhaupt nicht im Radar von der Soziologie. Da kommen wir im Grunde ja schon zu einem Knackpunkt von dem Ganzen. Ne? Also deine Forschungsidee war ja auch Improvisation als neuer Handlungstypus. Wir würden jetzt vielleicht erstmal denken, was ist denn daran neu? Es ist doch eigentlich fast normal, dass irgendwie zu Handeln auch improvisatorische Elemente dazugehören. Aber was ist denn tatsächlich das Neue daran? Es hat das also eben auch mit der theoretischen Geschichte der Soziologie zu tun. Absolut. Das Neue daran, deswegen steht dieses Neue in Anführungsstrichen, neuer Handlungstypus, weil Improvisieren tun die Menschen, seit sie existieren. Nur die Soziologie hatte sich nicht damit beschäftigt. Entsprechend die soziologische Handlungstheorie hatte sich mit dem Thema Improvisieren überhaupt nicht beschäftigt. Und es klingt sehr, sehr komisch, aber sozusagen die parallele Ausgangslage für das Improvisationsprojekt war, dass die soziologische Handlungstheorie davon meist, oder Theorien, ja, weil es sind ja verschiedene soziologische Schulen, Theorien, aber es gibt einen sozusagen gemeinsamen Nenner, um Handeln und Handlung zu denken, und das ist, dass Handlung per Definition geplante oder ja, Handlung ist eine geplante Handlung und Handeln ist eine geplante oder routinierte Handlung durchführen. Ja? Und das war wiederum komplett konträr zur Idee der Improvisation, die eigentlich nichts mit einem Plan durchführen oder ein Handlungsprojekt durchzuführen denkt. Ja? Genau, es war ein großes theoretisches Problem letztendlich für die Soziologie, Improvisation zu denken. Ja, das ist interessant. Also dass aus der Idee, dass Handeln im Grunde der Herstellung von Ordnung dient, eigentlich dann so dieses teilweise auch Chaos, was dem Improvisieren erwächst, theoretisch zu fassen. Der Begriff des Handelns ist ja tatsächlich gewissermaßen zentral. Also es ist eigentlich die Fragestellung, die dich durch dieses Buch begleitet. Ich möchte es einmal zeigen. Also das ist die Habilitationsschrift. Sie heißt Improvisieren, Material, Interaktion, Haltung und Musik aus soziologischer Perspektive. Der Begriff des Handelns taucht im Titel aber gar nicht selbst auf. Aber es ist trotzdem eben so diese zentrale Frage. Jetzt sag mir doch mal, warum eigentlich Improvisieren als Handeln? Also warum brauchen wir den Handlungsbegriff aus deiner Sicht, um Improvisieren besser verstehen zu können? Ganz einfach, weil Improvisieren ist etwas tun. Und tun oder unterlassen, das ist für die Soziologie Handeln. Mhm. Ja? Und dann war es der natürliche Weg, sozusagen, wenn wir improvisieren, wir tun etwas, dann handeln wir. Ja, wie handeln wir dann? Was ist das für ein Handeln, wenn wir improvisieren? Und das ist ganz interessant wiederum, weil ich automatisch, als ich die Entscheidung traf in dem Projekt, mich handlungstheoretisch mit Improvisieren zu beschäftigen, war ich dann auf der individuellen Ebene. Ja? Und dann war für mich die ganz große Entdeckung, dass Improvisieren nicht nur Handeln, sondern auch Interagieren ist. Das ist natürlich
scheint selbstverständlich zu sein, aber in dem Moment war es nicht. Ja. Ich war sehr sozusagen theoretisch vereinnahmt erstmal mit dem individuellen Handeln. Und diese Entdeckung, dass die Interaktion so zentral ist, das kam später, als ich mit der Literaturrecherche anfing, in der Musikologie zum Beispiel, und dann natürlich mit den Daten. Wo du jetzt den Begriff Interaktion nennst, gibt es denn sowas auch wie eine Interaktionstheorie in der Soziologie, die dir auch hätte helfen können? Oder natürlich ist das was dann viel später kam? Ja, also es gibt natürlich Interaktionstheorien in der Soziologie, die sehr zentral sind für die Soziologie, aber das hat auch einige Probleme. Es gibt einige theoretische Probleme mit dem Interagieren. Das sind Interaktionsmodelle, die zum Teil auch das gleiche Problem haben wie die Handlungstheorie. Das heißt, dass zum Beispiel Routine sehr wichtig wäre oder Konventionen sehr wichtig wären, sind sie auch, ja, für das Interagieren. Letztendlich zum Beispiel die Sprache, die ist ja konventionalisiert, und wenn sie nicht konventionalisiert wäre, dann könnten wir ja nicht interagieren, wir könnten nicht miteinander kommunizieren. Ja, es gibt bestimmte quasi Konventionen, auf die wir zugreifen, um uns zu verstehen. Und insofern, es ist keine Kritik an die Interaktionstheorien insgesamt, aber es hat die andere Seite gefehlt in diesen Theorien, die erklären konnte, wie man handelt, wenn man nicht auf Konventionen zurückgreifen kann. Was passiert dann? Ja? Wie entsteht dann eine Kommunikation oder eine kleine mikrosoziale Ordnung? Es gab nur ganz, ganz, so im Ansatz gab es schon ein paar Ideen, aber das musste man auch weiterentwickeln. Du hast vorhin gesagt, also, dass die Improvisation die Handlungstheorie vor so große Herausforderungen gestellt hat, also dass man irgendwie theoretisch ein Problem hatte, das zu fassen. Was wäre denn ein Beispiel dafür? Vielleicht irgendwie am Aspekt der Zeitlichkeit, also diese Gleichzeitigkeit, die sozusagen das eigentlich nicht ermöglicht, dass man erst den Plan schmiedet und ihn dann später 1:1 ausführt. Genau, ja, das war eins der zentralen Probleme. Improvisation oder Improvisieren ist Creativity in Performance. Das heißt, das ist das gleichzeitige sozusagen Erfinden oder Denken oder Entstehung einer Idee und das Aufführen von dieser Idee. Und wenn wir das vergleichen mit dem Handlungsmodell, das wir vorhin besprochen haben, zuerst entsteht ein Plan und dann wird entschieden, diesen Plan durchzuführen, dieses Handlungsprojekt. Und dann erst fängt das Handeln an, indem ich dieses Handlungsprojekt durchführe. Ja, dann ist diese Synchronizität von Erfinden und Aufführen nicht vorhanden. Also dieses Handlungsmodell kann diese Gleichzeitigkeit von Erfinden und Aufführen, Creativity and Performance, nicht erklären. Das war ein zentrales Problem. Und du hast im Grunde versucht, in dem Buch oder überhaupt in deiner Forschung ein Modell auch zu finden, mit dem du sozusagen Improvisieren als Handeln erklären kannst? Oder, also du hast sozusagen mehrere Komponenten nochmal mit hineingenommen in deine Handlungstheorie der Improvisation. Genau. Ich habe natürlich ganz verschiedene Theorien, Handlungstheorien mir angeguckt, ob mir irgendeine helfen konnte. Letztendlich gab es ab und zu dieses Wort Improvisation, zum Beispiel Bourdieu nennt das Wort Improvisation, aber der geht nicht darauf ein und so weiter. Ich habe
erstmal diese Frage beiseite gelassen und habe mir meine Daten angeguckt und ich habe sie analysiert. Und dann aufgrund dieser Analyse habe ich dann ein eigenes Modell entwickelt, wie man Improvisieren erklären kann, aufgrund von diesen vier Dimensionen, die hier im Titel vom Buch genannt werden. Genau, und dann konnte ich somit dieses spezielle improvisatorische Handeln erklären. Ja, und das distanziert sich ziemlich von den anderen Handlungstheorien. Jetzt sind wir erstmal gestartet mit den Handlungstheorien, aber du hast schon gerade von deinen Daten gesprochen, weil dein Ansatz, dein Forschungsdesign war ja erstmal ein anderes. Also du hast dich beinahe auch improvisatorisch eigentlich der Sache genähert, könnte man sagen. Ja, also du hast auch einen Grounded Theory Ansatz gewählt, dass du im Grunde gar nicht erstmal von der Theorie ausgegangen bist, sondern dass du vom Phänomen ausgegangen bist. Ne? Also du hast dir erstmal irgendwie angeguckt, was ist es eigentlich, Improvisation in Musik, und hast das beobachtet und hast dazu ja so eine Art Feldforschung gemacht, kann man beinahe sagen, und hast total spannende Interviews mit Musikern dazu geführt, aus verschiedenen Bereichen für die Vergleichbarkeit, also aus dem Free Jazz und aus dem Flamenco auch. Kannst du nochmal deinen Ansatz ein bisschen erläutern oder wie das überhaupt war? Ne? Also 2006, ne, hast du die Interviews geführt, da ging ja das alles los, und daraus hast du dann im Grunde wirklich so nach und nach die ausgewertet und das eingebaut in einen theoretischen Zusammenhang, richtig? Genau, ja, ja, das ist ein Weilchen her. Mhm. Und also methodisch war meine Vorgehensweise schon ein bisschen improvisatorisch. Ich muss wirklich sagen, ich war zwar sehr mutig, aber ich hatte keine Ahnung von Improvisation in der Musik. Also ich musste mich erstmal einlesen in die Materie. Parallel zum theoretischen Lernen über Improvisation musste ich natürlich dieses Projekt methodisch designen, und meine Entscheidung war, zwei improvisatorische Genres zu vergleichen, ja, so dass ich wissen konnte, okay, ist Improvisation eine Sache und die geschieht überall gleich oder gibt es Unterschiede? Dafür habe ich Free Jazz oder frei improvisierte Musik, die Grenzen sind da sehr fließend, einerseits, und andererseits eben Flamenco, wie du sagtest, ausgewählt. Und dann habe ich Ensembles von beiden Genres in ein Tonstudio von der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien eingeladen. Die haben freundlicherweise den technischen Part von dem Ganzen übernommen. Und dann jedes Mal waren wir drei Tage da mit den Ensembles, also ich und eine Musikwissenschaftlerin, Annegret Huber, die ist Professorin an der MDW in Wien. Und wir haben die Ensembles improvisieren lassen, ohne irgendwelche Vorgaben, ganz frei oder nach ihrem Stil. Dann haben wir die Ensembles mit diesen Improvisationen, also die haben wir aufgenommen, dann haben wir sie quasi mit diesen aufgenommenen Improvisationen konfrontiert und besprochen, was da passierte. Dann haben wir sie in das Tonstudio eingeladen, und die durften dann eine Improvisation auswählen. Und diesen Entscheidungsprozess haben wir aufgenommen, um nachzuvollziehen, nach welchen Kriterien entscheiden sie, welche Improvisation gut ist. Und dann haben wir mit jedem Musiker oder jeder Musikerin dieses Improvisationsstück, das ausgewählte,
uns angehört und diese Musikerin hat dann rekonstruiert aus ihrer Perspektive, was sie gemacht hatte. Und dann hatten wir alle Perspektiven, ja, für das gleiche Musikstück. Und das war mein Datenmaterial, genau. Und das waren mehr als 24 Stunden Videomaterial. Ja, das war sehr viel dann. Mhm. Genau. Ja, wir bekommen davon auch nochmal einen Eindruck nachher. Was ich so faszinierend finde, also es ist nicht nur so, dass es ja eigentlich auch ein bisschen bahnbrechend ist, dass du diesen Improvisationsbegriff in diese Soziologie getragen hast, verstärkt. Wir lernen ja auch ganz viel über Improvisieren selbst. Also das kommt jetzt, das ist im Grunde eine Theorie, die du aus einer soziologischen Perspektive entwickelst. Aber letztendlich war mir jetzt auch bei der Vorbereitung des Gesprächs aufgefallen, ja, wir bewegen uns jetzt aber erstmal ganz viel irgendwie wirklich auch ganz normal in der Theorie der Improvisation, die man im Grunde auch von vielen anderen Seiten kennt. Also das heißt, Musikwissenschaft kommt teilweise auch auf ähnliche Ergebnisse, Performativitätstheorie kommt auch auf ähnliche Ergebnisse. Also man kann so aus verschiedenen Perspektiven auf das Phänomen der Improvisation blicken und findet eigentlich dann doch wieder viele Parallelen so untereinander. Ne? Also man lernt auch tatsächlich sehr viel einfach über die Musik selbst und nicht nur über einen soziologischen Blick auf die Musik. Das magst du noch mal erzählen, wer deine Beispiele waren, also mit wem du gesprochen hast? Ja, ich habe einerseits das Schlippenbach-Trio eingeladen. Das ist Ivan Parker, Paul Lovens und Alexander von Schlippenbach, also Saxophon, Schlagzeug und Klavier. Dann habe ich das TGW-Trio eingeladen, das ist Christian Weber, Kontrabass, Michael Thieke, Klarinette und Michael Griner, was habe ich gesagt? Nee, Michael Thieke, Klarinette, Michael Griner, Schlagzeug und Christian Weber, Kontrabass. Mhm. Und dann habe ich das Trio Investigation Routine eingeladen. Das war Christoph Irmer, Klaus Treuheit und der dritte fällt mir jetzt nicht ein. Entschuldigung. Genau, das ist 14 Jahre her. Und die Flamenco-Musikerin? Und dann für Flamenco habe ich eine Familie aus Jerez de la Frontera, die wirklich zu einer der Flamenco-Dynastien gehört. Mhm. Das sind die Agujetas. Agujetas ist nicht der Nachname, sondern ein Künstlername, die diese Dynastie hat und der schon der Großvater von der Dolores Agujetas, mhm, die bei mir im Tonstudio war mit ihrer Familie, war schon ein bekannter Flamenco-Sänger. Und dann hatte ich noch das Trio Guzmán, das sind jüngere Flamenco-Künstler, die mit erster Gitarre, zweiter Gitarre, Oscar Guzmán ist die erste Gitarre, Pablo Núñez, Banda spielt Cajón Peruano, das ist eine neuere Entwicklung im Flamenco. Die hat Paco de Lucía eingeführt, den Cajón Flamenco irgendwann, und dann eine zweite Gitarre. Und Dolores Agujetas, die singt, und dann hat ihr Sohn Gitarre gespielt und begleitet. Also man kann sagen, eine wirklich große Fülle an Datenmaterial, was dabei herausgekommen ist. Und ja, eben auch eine große Perspektive an unterschiedlichen Musikstilen. Vielleicht bevor wir jetzt nochmal auf diese einzelnen Punkte zu sprechen kommen, kannst du grundsätzlich was dazu sagen, inwieweit Improvisation sich jetzt verallgemeinern lässt, wenn du das anguckst, was waren die Ergebnisse aus den Free-Jazz-Gruppen, was waren die Ergebnisse aus den Flamenco-Gruppen, also findest du viele Parallelen der Improvisation im Grunde in beiden Musikstilen, wo du sagen würdest, okay, das eignet sich so insgesamt für eine Theoretisierung von Improvisation, oder war das doch so verschieden, dass du sagen würdest,
das ist gar nicht so einfach unter einen Hut zu bekommen, ja, weil das eine ist irgendwie regelgeleiteter, das andere versucht, Regeln eher zu negieren und so weiter. Also dass die Unterschiede der Musik auch zu einer Unterschiede in der Theoretisierung geführt haben. Ja, ich würde sagen, es gibt Gemeinsamkeiten, aber der Grad und die Radikalität des Improvisierens kann sehr, sehr variieren, je nach Stil oder Gattung, musikalischer Gattung. Mhm. Es ist wirklich eine Frage, wenn man das salopp sagen möchte, es ist schon eine Frage der Intensität dieser vier Dimensionen, die wir vielleicht später besprechen. Mhm. Ja, also auf jeden Fall gibt es Gemeinsamkeiten, aber mit einer unterschiedlichen Intensität zwischen den verschiedenen Genres. Okay, also es ist im Grunde alles überall relevant, nur in unterschiedlichen Ausprägungen, könnte man sagen. Ja, ja. 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 Wenn man das salopp sagen will, ja, natürlich gibt es viel mehr, was man erklären kann, aber das werden wir ja besprechen. Und du hast diese Begriffe, um die sich deine Forschung dann gedreht hat, die du zentral in dein Handlungsmodell von der Improvisation integriert hast, ja auch aus den Interviews eigentlich genommen. Also das ist das, was du da rausgefiltert hast für dich und was für dich ein guter Ansatz war, daran weiterzudenken. Also das erste ist Material. Woher kam der Begriff und was hast du daraus gemacht? Der Begriff kam nicht von mir, sondern zum ersten Mal habe ich diesen Begriff gehört von Alexander von Schlippenbach. Er hat mir erklärt, dass als ich auf verschiedenen Art und Weisen fragte, ja, wie improvisiert ihr, was ist da, was machen Sie? Irgendwann hat er gesagt, ja, es ist Material, was wir haben. Mhm. Ja? Es ist Material, womit wir arbeiten. Und dann hat er erklärt, es ist Material, was wir uns eher improvisieren. Dieses Wort kannte ich gar nicht. Mhm. Damit arbeiten wir. Und wir machen das nicht immer gleich, sondern jedes Mal machen wir das ja anders und situativ und in Bezug auf das, was die anderen machen. Und das war für mich wirklich eine Stelle in den Interviews, die mir ermöglichte zu entdecken, aha, Material, ja. Und dann habe ich in der Literatur, in der Kunstliteratur, der Ästhetik gesucht und tatsächlich, ja, der Begriff des Materials war ja ein wichtiger Begriff schon immer, da habe ich viel mehr entdeckt, als was in der Literatur stand. Ja. In der Literatur stand, Material ist was Stoffliches, ja, Materie, ja, das geformt wird. Letztendlich ist es in solchen Künsten, die performativ sind, ja, Theater, Musik, Tanz, man kann nicht über Material auf diese Art und Weise sprechen. Da ist ja klar, es gibt vielleicht, in der Musik gibt es Partituren oder ein Klavier, das ist schon die materielle Seite des Materials, aber eigentlich ist das Zentrale, das, was ich dann Wissensmaterial nannte, und das ist, ja, wie die Künstler mit dem umgehen, was sie schon verinnerlicht haben, ja, und einsetzen, ja, in der Situation. Und das hat natürlich wahnsinnig viele Folgen um improvisieren zu denken und handlungstheoretisch improvisieren zu denken. Mhm. Ja, du verwendest den schönen Begriff Wissensdimension des Improvisierens. Ja. Also genau. Das heißt, man kann nicht einfach aus dem Nichts
schöpfen, sondern es gibt sozusagen diese Vorerfahrungen, aus denen dann die Improvisation erwächst. Sedimentierte Erfahrung, ja, ne, genau, ist da so ein Begriff. Und ich glaube, der kam doch auch von Thomas Luckmann, also auch einem Soziologen. Ja. Sedimentierte Erfahrung. Das heißt, der muss ja im Grunde jetzt in einem anderen Kontext bei ihm auch verwendet werden. Und du hast gemerkt, okay, das trifft aber auf das, was in der Improvisation sich vollzieht, also in einem Verkörperungsprozess im Endeffekt auch gut zu. Vielleicht haben wir da so eine Parallele zwischen Improvisation in der Musik und Improvisation sonst im Leben, wenn wir diesen Begriff jetzt mal bei Luckmann nehmen, sedimentierte Erfahrung. Genau, also Thomas Luckmann übernimmt den Begriff des Wissens als sedimentierte Erfahrung von Alfred Schütz und das hat genau gepasst zu meinen Daten, also in der in den Methoden, mit denen wir qualitative Soziologen arbeiten, geht es darum, dass wir nicht die Daten in bestimmte theoretischen Begriffen oder Kategorien einzwängen, sondern dass wir sozusagen eine Art Zusammenkunft oder Verwandtschaft, ja, zwischen Daten und Begriffen, theoretischen Begriffen verbinden oder herstellen. Und als ich diese Idee des Materials von Schlippenbach und so weiter erfuhr und dann quasi wusste, okay, dass es geht, also diese Wissensdimension des Materials ist sehr wichtig, dann war natürlich fast selbstverständlich, dass ich dann über das Material als Wissensmaterial und Wissen als sedimentierte Erfahrung spreche oder schreibe. Mhm. Ja, weil, also es gab natürlich viel mehr, was ich recherchierte oder las damals, das diese Idee auch bestätigte, zum Beispiel das Buch von Paul Berliner, Thinking in Jazz. In diesem Buch geht es darum, wie sieht die Karriere, ja, die Lebenskarriere von Jazzmusikern und diese Idee der Erfahrung, des Wissens, des Wissen-Inkorporierens, ja, ist zentral, um die Karriere zu erklären, ja, von professionellen Musikern. Sie wachsen, also die meisten wachsen schon in musikalischen Familien auf, die hören Musik von klein auf, lernen, je nachdem, ob sie in der formalen quasi Bildung Musik lernen oder über die Familie und so weiter. Egal über welchen Weg sie inkorporieren Wissen, und dieses Wissen ist wiederum unglaublich komplex. Es ist nicht nur theoretisches Wissen, es ist auch prozedurales Wissen. Und je mehr die Musiker in eine professionelle Richtung gehen, desto komplexer wird dieses Wissen, komplexer wird die Wissensstruktur und die Verbindungen, und es wird raffinierter und detaillierter. Ja? Und deswegen die Art und Weise und das Niveau, mit dem ein professioneller Musiker oder Musikerin improvisieren kann, wenn sie sich quasi darauf spezialisieren, ist viel, viel, viel raffinierter und komplexer, als was ein Baby machen kann. Ja? Weil dieses Baby hat diese Erfahrung einfach nicht inkorporiert. Ja? Insofern, ja, genau, ist die Frage, kann ein Baby improvisieren? Naja, auf ganz prekäre Weise. Aber, und das, das ist wiederum für mich wichtig, weil improvisieren heißt im Alltag etwas Negatives, etwas, das eigentlich nichts mit Wissen zu... Wenn man nicht weiter weiß, improvisiert man. Ja? Und das ist
hat nichts zu tun mit dem, was ausgebildete Improvisatoren machen, was eine unglaubliche Karriere, ja, und Arbeit und Erfahrung sozusagen voraussetzt, ja. So beiseite gesagt. Ja, wir hatten ja sowieso überlegt, es wäre auch interessant, immer so ein bisschen drauf zu kommen, wo sind eigentlich jetzt die Unterschiede Improvisation im normalen Leben und ästhetische Improvisation. Und das wäre sicherlich so ein Aspekt, dass man im normalen Leben eher improvisiert, um irgendwie Probleme zu lösen, die so nicht vorhergesehen waren. Man es aber im Ästhetischen genau darauf anlegt, ich nenne das jetzt auch Probleme, also sich mit denen zu konfrontieren und daraus was Neues zu schöpfen und was Produktives damit anzufangen. Ja, auch diesen Aspekt des Materials finde ich sehr spannend. Der ist ja im Grunde auch ein bisschen jetzt mit dem Körper dann verbunden, also diese Wissensdimension. Da fiel mir auch auf, dass man in anderen Diskursen eben auch so von Embodiment spricht, Verkörperungsprozessen, Körperlichkeit in der Performativitätstheorie. Automatismus ist bei dir auch ein Thema, fällt mir gerade ein. Was ist eigentlich denn die Rolle des Körpers beim Handeln? Es gibt da irgendwie auch ganz schöne Beispiele bei dir, zum Beispiel bei Evan Parker geht es darum, irgendwie, was seine Hände irgendwie machen, die so beinahe von alleine so wirkt, dass das alles ausführen. Ja. Genau, das war auch erstmal ein theoretisches Problem, weil in der Improvisationsliteratur, in der Musikologie zum Beispiel, kam immer wieder das Wort Automatismus vor. Mhm. Aber dann, wenn ich nach Automatismus guckte in der Psychologie, dann war das eine ganz unflexible Handlungsweise. Mhm. Ja? Nach dem Motto, ich arbeite in einer Fabrik und muss irgendwie mit Nägeln irgendwie arbeiten, Automatismus oder am Schlagzeug, ja, Automatismus, tag, wie ein Roboter. Mm. Und das passte wiederum gar nicht zur Idee der Improvisation, dass ich flexibel mit anderen interagiere und improvisiere und mein Material abrufe und verändere und so weiter. Und dann konnte ich das lösen, weil sowohl die Musiker, die ich interviewte, als auch zum Beispiel in dem Buch von Paul Berliner, das kommt auch vor, Folgendes, dass dieser Automatismus hat eben auch mit inkorporiertem Wissen zu tun. Manche Musiker sagen Körperwissen, sie nennen das Körperwissen. Oder man kann das auch implizites Wissen nennen. Aber es ist eine andere Art von Automatismus. Es ist kein repetitiver Automatismus, kein unflexibler, sondern es ist einer, also Paul Berliner nennt diesen Roboter-Automatismus hammering away at my own thing. Ja? Das wäre so. Das bringt nichts in der Improvisation erstmal, oder je nachdem, aber es gibt einen flexiblen Automatismus und das wird erst erreicht, wenn das Ensemble so weit miteinander verbunden ist und so drin in der Materie, dass vieles automatisch passiert, aber nicht in dieser unflexiblen, nicht kommunikativen, nicht reaktiven Art und Weise, sondern wirklich in Verbindung mit dem, was die anderen machen und trotzdem nicht reflektiert. Und das ist natürlich eine Eigenschaft von Automatismus, aber genau, von einem anderen Automatismus in dem Fall. Ja, das ist ganz wichtig, da zu differenzieren, weil das, glaube ich, auch manchmal der Negativvorwurf ist, dass man da nur irgendwie immer das Gleiche abläuft, was so die Körpermuster sind und irgendwie kommt man nicht so raus aus dem, was man eh immer spielt und so weiter. Also das wäre jetzt quasi eine negative Belegung von Improvisation. Aber dennoch ist es eben so, dieser Aspekt, dass es beginnt von alleine zu spielen. Also das heißt, man trifft jetzt nicht mehr so von Moment zu Moment Entscheidungen, sondern es geschieht. Ne? Da sind wir
bei einem ganz spannenden Aspekt, bei dem du dann später auch in deinem Buch ankommst, also wie die Musik eigentlich entsteht, wie sie von Moment zu Moment emergiert. Und eben hast du jetzt auch nochmal den Interaktionsaspekt ganz stark gemacht. Was ich so interessant finde auch bei dir, ist, dass du die Handlungstheorie auch aus Ausgangspunkt nimmst, weil einfach der Beitrag des Einzelnen in der Gruppe dadurch nochmal auf eine ganz spannende Art und Weise validiert wird. Also oft geht es ja einfach um die Gruppenprozesse, um die Gruppenkreativität in der Improvisation, wirklich um das Kollektiv. Aber du hast dich einfach wirklich sehr dezidiert auch damit auseinandergesetzt, was eigentlich der Beitrag des Individuums ist bei dem Ganzen. Ne? Also du würdest jetzt nicht das Individuum so ganz außer Acht lassen bei dem Ganzen und sagen, okay, das geht alles in der Gruppe auf, das ist irgendwie nur kollektive Kunst, sondern du hast eben so beides angeguckt. Ne? Und das finde ich im Grunde auch eine Stärke von deinem Ansatz, das miteinander zu verbinden. Aber wir wollten auch nochmal darüber sprechen, genau, wie sich das eigentlich überhaupt alles verbindet, also und wie die Musik im Moment entsteht. Also nochmal den Aspekt der Emergenz vielleicht ansprechen. Ja, genau. Vielleicht darf ich davor, also natürlich. Eben, wir waren mit dem Thema Automatismus davor beschäftigt und dieser Automatismus, der flexible Automatismus geschieht, weil die Musizierenden darauf reagieren, was sie hören. Mhm. Ja? Was in dem sozusagen anderen normalen Automatismus eher wenig der Fall ist. Und sie können wiederum reagieren darauf, weil sie über so viel Erfahrung und Material verfügen, dass sie wahnsinnig viele Verknüpfungen schaffen können zu den anderen, ja, zu dem Material, das die anderen spielen. Mhm. Genau, und dann mit der Frage der Emergenz, du hast mich gefragt, ja, die Emergenz, das ist sozusagen ein Resultat von dem Zusammenspielen aller Beteiligten. Und zwar, weil vor allem in den radikaleren Improvisationsformen, wo keine Melodie, keine Partitur, keine sozusagen festgelegte musikalische Struktur vorhanden ist, sondern wo jede musizierende Material in die Runde anbietet, auf das reagiert werden kann, ja, ist der Grad der Emergenz kann sehr hoch werden. Mhm. Ja. Emergenz ist letztendlich, was in dem Moment entsteht, ja, in der Kombination von den verschiedenen Beiträgen oder Materialien, die Musizierenden spielen in dem Moment. Und die ist natürlich offen, die ist nicht festgelegt. Mhm. Und das Schöne in diesem Phänomen der Musik, die in dem Moment entsteht, die nicht vorhersehbar ist, ist, dass nicht nur kann die Musik sozusagen von unten, von sozusagen, ist nicht nur eine Kombination und eine Verbündelung von den Materialien, die in dem Moment gespielt werden, sondern wenn die Improvisation tatsächlich gut funktioniert und an Intensität gewinnt, formt sich zu einer emergenten Musik, die dann wiederum, so erklären das die Musiker, sozusagen nach Richtungen fragt, ja, oder Richtungen zeigt. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dieser Top-Down. Also es gibt der Bottom-Up-Prozess, ja, alle spielen zusammen und es entsteht was und es bündelt sich was, aber wenn die Intensität und diese Bündelung ganz stark sind, dann kommt dieser Top-Down-Prozess, wo die Musik
nach Richtungen verlangt, die man auch, denen man auch folgen muss, sonst macht man die Musik kaputt. Ja? So erklären, dass die Musik... Genau davon lebt sie eigentlich letztendlich. Genau. Also ich glaube, das war Paul Lovens, die mir erklärte, wenn man so weit ist, weil das passiert ja nicht immer, improvisieren funktioniert nicht immer, aber wenn sie diese Intensität erreichen, man kann nicht gegen den Strom rudern oder sowas, hat er gesagt. Man muss mit der Musik gehen. Ja? Und das fand ich faszinierend. Ja, ich erinnere mich auch gerade an eine Stelle, wo Michael Migriner sagt, irgendwie, also das war nochmal zum Thema Plan mitbringen, einen Entwurf schon im Kopf haben und so weiter, dass es überhaupt keinen Sinn macht im Grunde in einer Gruppenkonstellation, dass man schon mit einer fertigen Idee kommt, weil man, wenn man das macht, wahrscheinlich in kürzester Zeit feststellen muss, dass man seinen Plan ändern muss. Also das bringt eigentlich gar nichts, damit zu kommen, weil man sowieso sofort scheitert mit dem Plan, ne, in der Gruppe. So. Genau. Und deswegen ist die Interaktion so wichtig. Mhm. Weil wenn jeder mit einem Plan kommt, mit einem bestimmten vorbereiteten Monolog, ja, dann gibt es ja keine Interaktion, ne, und auch keine Improvisation. Es sind einfach parallele Handlungsstränge. Ja, das kann auch ästhetisch kann das auch interessant sein, aber da ist keine Improvisation vorhanden. Ja, die funktioniert anders, die Improvisation. Und ist das im Grunde jetzt auch was du aus der Beobachtung der Musik gewonnen hast, also den Aspekt der Interaktion, den Aspekt der Emergenz vor allem auch nochmal. Und hast du das vorgefunden in anderen soziologischen Theorien, die jetzt menschliches Handeln allgemein versuchen darzulegen? Also es gibt sowieso natürlich Emergenztheorien, aber worauf beziehen die sich? Sind die auch soziologisch geformt dann manchmal? Oder ja, das ist das im Grunde jetzt dein Beitrag in der Soziologie, auch das nochmal stark zu machen? Ja, es gibt natürlich viele soziale Phänomene, in denen Emergenz stattfindet. Vom irgendwie Straßenverkehr über, Panikphänomene, also Massenphänomene. Ich habe mich nicht so stark damit beschäftigt, weil... ja, sicher, also du bringst mich auf eine Idee eigentlich. Okay, aber du hast es wirklich eigentlich generiert, diese Theorie aus der Beobachtung der musikalischen Improvisation. So. Ja, genau. Ich denke, dieses Phänomen ist wirklich in vielen anderen sozialen Phänomenen vorhanden, ja. Aber ich weiß nicht, ich müsste mich wirklich damit befassen, ob wir das Gleiche meinen, ob wir das gleiche Phänomen meinen. Wäre interessant zu wissen. Ich kann es mir gut vorstellen, aber man müsste wirklich sehr ins Detail gehen und gucken, ob man wirklich mit den gleichen Phänomenen hier konfrontiert ist oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wollen wir jetzt mal kurz ein bisschen reingucken, einfach so exemplarisch mal was hören und sehen aus deiner Arbeit? Genau, ja? Wir können ein paar Sequenzen zeigen von den Interviews, von der Arbeit mit den verschiedenen Ensembles. Es könnte unter Umständen entweder ein bisschen lang werden oder ein bisschen langweilig. Warum? Weil die Musiker waren natürlich beschäftigt damit, die Musik zu hören, ja, und sie zu erklären. Und die brauchten immer lange, ja, um das zu hören. Aber ich finde es trotzdem total interessant und ich habe ein paar kleine Sequenzen schon markiert und das könnte interessant für Sie sein, zu sehen,
was sagen die Musiker wir dazu? Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wie gehen sie damit um? Ne? Probieren wir. Genau, wir machen das ein bisschen unkonventionell, weil das mit dem Projizieren nicht geklappt hat leider. Also das heißt, wir haben jetzt nur einen kleinen Bildschirm. Genau. Aber und, vielleicht reicht das schon. Also ich finde, Visualisieren und Hören ist immer ganz spannend. Mhm. Ja? Ich würde mit dem Schlippenbach-Trio anfangen. Hier, das ist ein Video, wo sie zum ersten Mal sozusagen damit konfrontiert werden, was sie gespielt haben. Und genau, kleine Sequenz. Das muss ich jetzt drehen, Matthias? Ja, genau. Also starte dass die Kamera, soll ich das einfach starten? Ja. Und okay. Dating and recommending, it's just what we call it. Mm-hmm. It's sometimes true, and sometimes it's not true. It's more a kind of approximation. What we're doing, because many things we know very well. Many things are fixed in a certain way, but many things are open, and so the fixed things combine with open things in unforeseen ways. So in this sense, we can call it improvisation. Mm-hmm. But that's true of all improvised music. Wir nennen es auch Material, was wir haben, nicht was wir benutzen. Was er vielleicht auf Übungen beruht, die wir machen. Nicht? Das heißt aber nicht, dass wir jetzt bestimmte Dinge auswendig lernen und die wiederholen, sondern das ist Material, das wir uns improvisieren. Da gibt es auch so ein Wort für. Nicht? Das spielt auch eine Rolle. We would like to surprise ourselves. It's not always possible. Ja, ja. Mm-hmm. Wie ist es? I like to be surprised by what they do. They would like to be surprised by what I'm doing. But a lot of the time, they know perfectly well what to expect from me. Einen freuen wir uns ja auch Gott sei Dank oft genug über das, was wir schon von dir kennen. Das ist auch gut. Nicht nur, man kann nicht, es wird nicht permanent überrascht oder nur. Das wäre nicht eine Frage von einer guten Improvisation. Das ist nicht unbedingt die Sache. Es muss nicht immer neu. Aber es ist schön, wenn es was Neues passiert, manchmal. Ja, ja. Oft genug. Andererseits auch oft genug. Ihr habt mich noch nie enttäuscht. But then, you know, there's a way of talking about improvisation that is very idealized and utopian and so on. We can go that way, but if we want to talk about concrete circumstances under which this music was made, then we have to talk about the heat, we have to talk about the lack of resonance, we have to talk about the second-class piano, we have to talk about, you know, those are the things that affect mm-hmm. what we do. I mean, it's okay. We also play jobs with third-class and fourth-class pianos, so we know the range of possibilities. But that's always the tendency is to speak in an idealized way about something which is actually a way of earning a living, among other things, a way of, coming to know other people, knowing, I mean, we know one another. We probably spend more time together than with our families sometimes. Mhm. Ich finde, diese Stellen sind auch total goldig, weil die Künstler sind so ehrlich, ja, und sie würden nicht sagen, ja, wir improvisieren und na, sind irgendwie ständig inspiriert und wir überraschen uns ständig und es ist so wunderbar. Nein, in dem Moment war Evan Parker war auch ein bisschen frustriert, weil
In dem Studio gab es natürlich kein erstklassigen Steinway-Klavier, sondern ein Klavier war sicher gut, aber nicht für das Niveau von Alex von Schlippenbach. Ja? Und die Akustik war, sie hatten, wenn ich mich richtig erinnere, da gab es so einen Teppich und dass die Akustik stimmt, hatte der Herr Vetter, hieß der, 16 Liter Wasser in diesen Teppich gekippt. Und also, na, so war die Situation. Und dann auch noch so befragt werden von irgendeiner Soziologin, Wissenschaftlerin und so weiter. Und Ivan Parker sagte auch an einer Stelle im Interview, ja, we are being dissected like a frog. I'm not a frog. Ich bin kein Frosch. Und also das war auch Teil des Ganzen. Und das fand ich natürlich super, weil ich musste mir keine Mühe geben, zu entdecken, wo lügen sie mich an oder sowas. Ja, überhaupt nicht. Die sind wirklich super. Super ehrlich und trotzdem erstklassige europäische Jazz, Free Jazz. Also das war ein absoluter Luxus, ja, so für so ein Projekt diese Leute zu gewinnen. Ja. Sollen wir jetzt gleich anschließen und noch was in noch eine Situation reinhören? Gerne, also ja, wir können noch mal, genau. Wo wir schon dabei sind. Und dann kamen auch natürlich lustige Situationen die ganze Zeit vor, weil irgendein Stuhl kapitulierte. Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Also, genau, ich würde das TGW-Trio jetzt, also hier zum Beispiel, ich zeige eine Sequenz davor, war irgendwas Technisches total im Eimer und war total viel Hektik im Studio, weil irgendein Geräusch vorkam und dann hatten sie das irgendwann gelöst und so. Und jetzt kommt so langsam. Auf. Hören Sie das? Ja. Ach, hallo. Alles klar. Bild ab, Ton ab. Ja. Alles viel zu schnell, um da jetzt irgendwie einzugreifen, verbal. Ist alles improvisiert? Das ist alles improvisiert, ja. Also wir beginnen das eigentlich von Schlagzeug im Pass her, dass wir so erst eine kleine Partikel einwerfen oder kurze Ideen und dann wieder zurück und kurz warten jetzt. Genau. Das sind immer so Wellen, die kommen, hier wieder zurückgehen. Und Michael versucht. Er versucht zu schwimmen auf den Wellen. Ja, er versucht einen Bogen drüber zu spannen. Und jetzt ist ein größerer Bogen quasi, wenn alle drei zusammen das Ende einer Klammer erreichen, quasi, kann man so sagen. Ja. Wie entstehen die Wellen? Das hat mit dem gemeinsamen Atmen zu tun, letztendlich. Viel. Das ist ein Gruppenpuls quasi, ja. Letztendlich ist es natürlich so, wenn man so eine Improvisation anfängt, man nimmt erstmal, wenn alle gleichzeitig anfangen zu spielen, man nimmt natürlich erstmal irgendein Material sich vor und muss dann schauen, wie gut das passt zu dem, was die anderen gerade anbieten. Das heißt, gerade am Anfang muss man schauen, wie man dann mit den Sachen, die man gerade benutzt, mit den Klängen, mit denen man gerade arbeitet, mit dem Tempo, mit dem man gerade arbeitet, wie gut das zusammengeht. Und da muss man dann eben, es
Blödsinn, das Material dann gleich zu Anfang wieder fallen zu lassen, sondern es kann auch passieren, dass man das dann eben langsam umarbeitet, bis dann die Linie noch klarer wird. Und je nachdem, wie elegant man diesen Prozess gestaltet, so von so einer Engführung, das ist eine Option, das muss nicht unbedingt, aber jetzt in dem Fall zum Beispiel... Jetzt passiert schon wieder was ganz anderes. Ja. Also da habe ich jetzt versucht quasi... Genau, also die Stelle war für mich auch total wertvoll, weil da kommt das Material vor, was da kommt die Dynamik, die mit der sie arbeiten, also dass die kleinen Partikel, sagt der Christian Weber, dass sie kleine Partikel spielen, ja, und dann sagt Michael Grinner, und wir versuchen dann uns anzunähern mit dem jeweiligen Material, ja, wir gucken, wo entstehen Verbindungen, wie kann zum Beispiel durchs Imitieren, ja, oder es gibt verschiedene Formen, wie ich an das Material der anderen oder wie die Musiker an das Material der anderen anknüpfen können, ja, dass sich etwas bündelt. Also die Interaktion ist auch dabei. Die Haltung, eine offene Haltung, eine andere Dimension, die wichtig ist in dem Modell, offen sein für das, was die anderen spielen und versuchen, da anzuknüpfen mit dem anderen, mit dem eigenen musikalischen Handeln. Ja. Also aufgrund von solchen Stellen habe ich verstanden, wie ist diese Dynamik. Wie das alles zusammenspielt. Genau, und das ist natürlich völlig anders im Flamenco. Und da kommen diese Differenzen in dem Improvisieren. Warum? Weil das ist kein idiomatisch, also im Grunde ist Free Jazz oder frei improvisierte Musik kein Genre, keine musikalische Gattung, weil eben diese Parameter nicht vorhanden sind, ja, nachdem ich handle. Es gibt sozusagen keine oder ganz minimale Handlungsanleitungen. Ja, ich muss im Studio sein vielleicht oder ich... Ivan Parker sagt, ich werde nie Ukulele spielen. Ja, klar, also das ist schon fest, ja, das wissen wir. Aber dann ist, genau. Und im Flamenco ist natürlich, also die Instrumente man weiß, welche Instrumente da spielen werden, wie im Free Jazz, aber es ist eine musikalische Gattung. Es hat bestimmte Spielregeln oder Handlungsanleitungen. Zum Beispiel, die Stimme führt im Flamenco, die Gitarre folgt. Es geht nicht andersrum. Ja, die Rosettas, die Gitarre spielt, die sind ein... Also Flamenco war ursprünglich nur Gesang. Improvisierter Gesang, aber Gesang. Und die Gitarre kam später... Und die Funktion der Gitarre zum großen Teil, außer der ästhetischen Funktion, ist, der Sängerin oder Sänger Pausen zu gönnen, weil sonst muss die Person ewig singen. Ja? Und es geht nicht, irgendwann macht die Stimme nicht mehr mit. Und so wurde die Gitarre eingeführt in dem Flamenco. Ja? Aber die Stimme führt und sie gibt irgendwelche Zeichen, ja? Sie kennen das. Wenn die Person nicht mehr singen will, die braucht eine Pause und dann darf die Gitarre Rosettas machen. Ja. Und dann die Struktur der Rosettas und so weiter, das ist alles viel konventionalisierter, könnte man sagen. Aber innerhalb dieser Konvention kann man ja improvisieren. Ja. Aber, sozusagen all die Elemente, die in der im Free Jazz vorhanden sind im Flamenco auch vorhanden, aber mit einer geringeren Intensität oder mit weniger Radikalität sozusagen. Ja. Na, man kann vermutlich schon von einer Gattung irgendwie auch sprechen und es gibt ja auch Konventionen, das, was man tut, das, was man auch nicht tut in einer freien Improvisation, im Free Jazz, aber es ist klar, was du meinst,
dass es sozusagen einfach lang nicht so eine klare Regelhaftigkeit hat, wie eben andere idiomatischere Improvisationsformen oder andere Musik, in der Improvisation zum Einsatz kommt. Genau. Ja, zum Beispiel Michael Griener sagt an einer Stelle, ich glaube, an dieser, die wir gehört haben, es gibt etwas, was man nicht tut im Free Jazz oder freier Improvisation. Und das ist, wenn ich irgendwas mache, was nicht funktioniert, kann ich nicht sagen, oh, Moment, sorry, sorry, stop, wir fangen nochmal an. Das geht gar nicht, das ist ein No-Go. Mhm. Man muss einfach mit dem, was man angefangen hat, umgehen und umändern, bis es irgendwie passt oder langsam irgendwie das lassen. Mhm. Aber dieses Stopp geht nicht. Nein, das geht nicht. Ja. Das kam jetzt ganz schön raus, gerade in dem Beitrag von ihm. Ne? Also er beschreibt, wie man dann irgendwie so Material auch eben einbringt und dann muss man aber irgendwie gucken, wie man es umformen kann, weil man weiß ja noch gar nicht, was die anderen machen. Also im Grunde beschreibt er da so klassisch die doppelte Kontingenz, ne? Also dass man so gegeneinander voneinander nicht weiß, was der andere eigentlich gleich machen wird und so weiter. Ne? Und das fällt mir jetzt auch deswegen ein, weil ja du im Grunde so den Kontingenzbegriff auch einfach reinbringst in die Handlungstheorie, aus einer improvisatorischen Warte, einfach als eine Differenz von Planung und Durchführung der Handlung. So, ne? Also die wird es sozusagen immer geben. Und da fällt das beim Improvisieren irgendwie so eigentlich in eins. Ne? Ja, genau. Und genau, das ist lustigerweise sozusagen, man sieht es mehr, aber das haben wir auch im Alltag. Mhm. Und das hat die Interaktionstheorie nicht so ganz ausgearbeitet, finde ich. Mhm. Ja, dass diese Kontingenz eigentlich in jedem Gespräch vorhanden ist oder vorhanden sein kann. Dass natürlich viele Gespräche laufen routiniert. Ja, guten Tag, wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Ja, fantastisch. Okay, schönen Tag noch. Okay, klar, da ist ja wenig improvisiert. Aber trotzdem ist immer ein Grad der Improvisation. Und es kann jederzeit passieren, dass dieser Routinierte platzt auch. Ja. Und ja, das, ich glaube, das vergessen wir manchmal, Soziologen, dass diese Kontingenz viel größer ist, viel stärker oder potenziell da ist. Also gut, wir könnten natürlich in die große Kontingenz, die jetzt ist mit der Pandemie und so weiter, ja, aber also Cornelius Castoriadis würde diese Kontingenz oder dieses Unvorhersehbare und Unbestimmbare das Magma nennen, ja, dieses Magma, das droht, ja, dieses Unvorhersehbare, dieses, das ist eigentlich ständig da, nur wir nehmen das nicht so wahr, ja, sonst könnte man ja auch gar nicht leben wahrscheinlich, ja. Ja, man braucht diesen routinierten Alltag als eine Art Schutz, ja. Ja, aber diese beiden Aspekte sind einfach nebeneinander existent. Wir haben irgendwie natürlich Dinge, die wir vorhersehen können, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit eintreffen in unserem normalen Leben. Aber natürlich ist diese Dimension des Unvorhergesehenen, was wir in der Improvisation zelebrieren, ja tatsächlich genauso allgegenwärtig. Also wir sind im Leben beidem ausgesetzt, also dem Umgang mit dem Vorhergesehenen, mit den Routinen, mit dem normalen Verlauf der Dinge vielleicht und eben den unvorhergesehenen Einbrüchen, mit denen man nicht gerechnet hat. Absolut. Was können wir denn jetzt lernen aus dem Improvisieren für Improvisation im Leben? Oder wo würdest du jetzt vor allem nochmal irgendwie den Brückenschlag vornehmen von den Ergebnissen, die du aus der Musik gewonnen hast, um das auf eine allgemeinere Theorie, Handlungstheorie zu übertragen? Also für dich
du sagst im Grunde auch im Zusammenhang mit Kontingenz, dass eigentlich jede Handlungstheorie eine Theorie der Improvisation sein muss. Also du bringst das sehr klar auf den Punkt, wie unglaublich bedeutend eigentlich dieser Aspekt ist, an dem du gearbeitet hast. Also für die Handlungstheorie, klar, also wir müssen diesen Aspekt der Kontingenz auf jeden Fall berücksichtigen und besser bearbeiten in die Theorie. Damit kommt natürlich das Thema Kreativität. Also es ist nicht nur Kontingenz, es ist Kreativität, ja? Es ist was Neues schaffen, ja? Es ist und zwar nicht nur, das finde ich ja wunderschön, diese Improvisatoren und Improvisatorinnen, die müssen nicht improvisieren. Sie machen das, weil sie Freude daran haben. Ja? Mhm. Und das kann man auch für den Alltag mitnehmen. Ja? Ich glaube, man kann wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. In Bezug auf Interaktion, diese Offenheit, sehr viel, was Neues entsteht oder was Kreatives ist in der Improvisation, kommt aus dieser Interaktion, aus dieser offenen Haltung, auf das Zusammen etwas schaffen. Und ein ganz zentraler Begriff dabei ist das Hören. Mhm. Und ich denke, jenseits jetzt der soziologischen Theorie, das Thema Hören und Zuhören und daran anknüpfen und zusammen als Ergebnis von dem Zuhören auch etwas Neues schaffen, finde ich faszinierend. Das brauchen wir im Alltag. Das bereichert unser Alltag, wenn wir lernen zuzuhören, genauer zuzuhören, daran anzuknüpfen, was jemand anders sagt, auch wenn es vielleicht erstmal keinen Sinn zu machen scheint oder keine Produktivität im Sinne von oder nicht rational erscheint, was auch immer, finde ich, dieses Zuhören schon alleine so eine Idee bereichert unser Leben total. Ja? Und das sind natürlich diese Künstler sind Experten dran, die können uns sehr viel beibringen in der Materie. Ja, das sind natürlich sehr schöne Aspekte, denen wir hier auch großen Wert beimessen im Exploratorium. Es ist toll, dass du jetzt genau darauf zu sprechen kommst, dass auf den Wert des Hörens, des Einanderzuhörens und dass es tatsächlich möglich ist, aus der Kunst der Improvisation das eigentlich mitzunehmen, auch ins Leben. Absolut, zuhören und was draus machen, ja, anknüpfen. Vieles entsteht in diesem gemeinsamen Tun, ja, und das ist das ist bereichernd auch für alle. Wir haben jetzt schon eine Weile nur zu zweit gesprochen, aber es war eigentlich Silvana durchaus ein großes Anliegen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und deswegen würde ich das an dieser Stelle mal eröffnen und fragen, ob von euch aus auch direkt Beiträge sind und Fragen, Rückfragen zu einzelnen Aspekten oder Anmerkungen. Und wenn dem so ist, wäre ich dankbar, wenn ihr etwas lauter sprechen könntet. Wir haben hier vorne nur ein Mikrofon und versuchen das so gut wie möglich einzufangen. Matthias. Ich habe eine Frage zu den Begrifflichkeiten. Jahrzehntelang stand im Mittelpunkt der Diskussion über die Improvisation das Wort Prozess. Dass etwas Prozessorientiertes ist. Seit ein paar Jahren spricht man über Emergenz. Ich frage mich, was ist der Vorteil von Emergenz, also vom Begriff Emergenz, was ist das? Bringt dir was Neues rein? Ich versuche das zu verstehen und lande doch immer wieder dabei, dass mir der Begriff
Prozessorientiert, das ist sozusagen der Akzent, ja, im Hier und Jetzt zu sein, so verstehen das die Musiker. Und die Emerge, also sie sprechen nicht von Emerge, also vom Prozess vielleicht eher, aber von Emergenz eigentlich, das habe ich, also das wäre in der Soziologie, würden wir sagen, das ist eine Kategorie zweiter Ordnung, weil das ist nicht die sozusagen natürliche Kategorie in der Welt der Musiker, sondern das habe ich reingebracht. Emergenz ist letztendlich, was ich, oder eine der Bedeutungen, die ich betonen wollte, war, dass die Musik, die in dem Moment entsteht, wenn sie spielen, ist nicht die Summe von den verschiedenen Handlungssträngen oder verschiedenen Materialien. Also man kann diese Musik nicht erklären oder verstehen als die Summe von A, B und C Material, sondern es ist mehr als das. Ja, und es ist auch, das wäre die zweite Bedeutung, unvorhersehbar. Und es gibt immer wieder das Kommentar, ja, aber letztendlich spielen die immer wieder das Gleiche. Klar, es ist, man merkt schon, bestimmte Materialien sind auch vorhanden, also so unvorhersehbar ist es nicht. Aber ich vergleiche es auch in dem Buch mit anderen künstlerischen Stilrichtungen. Van Gogh zum Beispiel hat auch einen Stil, aber das heißt nicht, dass jedes Bild von Van Gogh gleich ist, oder? Also man kann natürlich auch als bestimmte Materialien erkennen, aber wenn man sagen würde, Van Gogh, alle Bilder sind gleich, das wäre dem nicht gerecht. Und genau das Gleiche ist in der frei improvisierten Musik oder in dem Free Jazz. Ja, es gibt eine, ja, es gibt erkennbare Materialien, aber es ist nicht jedes Mal das Gleiche. Ja, wenn man sich reinhört, merkt man das. Ne? Genau. Ich denke auch, dass sich das überhaupt nicht ausschließt, die zwei Begriffe Prozess und Emergenz. Also der Prozess ist im Grunde eigentlich die Zeitspanne, ja, in der sich Emergenz ereignet, würde ich sagen. Ja, also bestimmt, weil bei dem Prozess können wir ja nicht automatisch davon ausgehen, dass sich da notwendigerweise tatsächlich Emergenz ereignet. Wir können bei Emergenz auch einfach von verschiedenen Stärkegraden, wir können von schwacher und von starker Emergenz sprechen. Im Grunde schwache Emergenz vollzieht sich eigentlich fortwährend, ne? Also weil eigentlich sich immer alles so aus dem vorhergehenden Moment und der vorhergehenden Situation und den hervorgehenden Erfahrungen irgendwie neu entwickelt. Aber ich glaube, der Vorteil nochmal des Emergenzbegriffs ist, dass es eben auch den starken Emergenzbegriff gibt, wo tatsächlich sich sehr, also unvorhergesehen, wie du gesagt hast, aus dem Moment Dinge ergeben, die eigentlich eben nicht hervorsehbar waren, so aus dem Verlauf. Also dass tatsächlich Neues entsteht durch das Zusammenspiel, hast du auch gesagt, von den verschiedenen Systemkomponenten in dem Moment. Ja, ich glaube, Max, du hast... Emergenz auch darum, dass tatsächlich das Zusammenspiel von unterschiedlichen Elementen eine Art Quantensprung macht. Also das Ganze kommt auf eine neue Ebene. Das ist das, wo der Emergenzbegriff was Neues reinbringt. Und das kennen wir in der Improvisation sehr gut, diese Momente, wo auf einmal eine andere Energie da ist. Ja. Der Raum verändert sich. Ja, genau. Ja. Das nimmt eine neue Qualität. Und das dieser Ganze. Begriff Emergenz wird ja auch in der Physik, in der Makro- und Mikrophysik verwendet, weil es dort eben auch entsprechende Prozesse gibt, wo was total Neues entsteht aus Alten. Und es ist in der Soziologie, in der Systemtheorie und in sehr vielen Management-Führungstheorien ist dieser Begriff auch sehr stark vorhanden. Und auch da geht es darum, wie ist es möglich, dass das Zusammenspiel von Menschen nicht immer wieder dasselbe Alte produziert wird, sondern es tatsächlich möglich ist, auf einer höheren Ebene ein Ergebnis zu erzielen. Und das sind natürlich gerade in unserer Zeit auch total spannende Fragen, weil es ist offensichtlich, dass wir mit den alten Ergebnissen gegen die Wand fahren.
Und da finde ich eine interessante Parallelität auch eben von dem, was in der Improvisation schon sehr lange gelebt und gewusst wird, zu dem, was im sozialen Feld erst in den Anfängen eigentlich heute praktiziert wird. Stephanie? Ja, vielen Dank. Ich fand es total bereichernd, auch weil ich so oft, wenn ich gesagt habe, ich improvisiere, also jetzt nicht im musikalischen Bereich, sondern im künstlerischen Bereich, und ich glaube, da kriegt man das dann noch viel eher aufs Tablett bekommen, ach ja, das kann jeder, das ist ja nichts oder das ist einfach erst nichts zu wissen. Und das finde ich total schön, dass ihr jetzt uns, ha, es ist akademisch unterfüttert auf eine Art. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig, auch, um eben da auch weiterzugehen. Und ich wollte nochmal auf diese Gesprächssituation, auch die Emergenz vielleicht dahin. Also was mir da sehr aufgefallen ist, ist, dass die Trios ja auch zusammen gesprochen haben. Also das war ja eigentlich eine Emergenz. Also wie sie sich ergänzt haben in ihren Sätzen, das ist ja nur möglich, also glaube ich, wenn man ja zuhört. Aber ich glaube, es ist eben nicht nur das Zuhören, sondern auch dieses Partikel reinschmeißen. Dieses, also sich zu trauen, etwas dazu zu sagen, weil es gibt ja auch keinen Fehler. Alles wird wieder irgendwo aufgefangen oder weiterverarbeitet. Und ich glaube, das finde ich ganz wichtige Komponenten, gerade auch jetzt gesellschaftlich, also so zu denken in dieser Situation. Das Thema Fehler ist natürlich auch ein schönes Thema. Ne? Aber klar, es gibt so viel, dass man besprechen kann. Willst du dazu noch was sagen? Ja, also... danke Ihnen auch. Ja. Zum Fehler meine ich jetzt. Zum Fehler, zum Fehler. ich wollte mich bedanken für die Idee Fehler. Aber diese Idee wird in diesen radikalen Formen des Improvisierens eigentlich gestrichen, ja, weil eben nichts oder ganz wenig vorausgesetzt wird, kein Plan gibt, dann, also ein Fehler kann es nur geben, andersrum gesagt, ein Fehler kann es nur geben, wenn einen festgelegten Plan gibt oder eine feste Vorstellung, was ist richtig, und dann gibt es auch was Falsches. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Idee des Fehlers natürlich weg. Und in der Tat, also die Idee des Fehlers kam nur in den Flamenco-Aufführungen vor. Es gibt eine Aufführung, wo sie spielen, und Oscar Guzmán macht eine Intro und so wunderschön, und irgendwann verliert er sich und sagt, okay, ich bin verloren, können wir nochmal anfangen? Und das würde nicht in dem Free Jazz passieren. Wenn jemand sich verliert, muss er halt zurück oder muss sie zurück. Ja? So. Etwas Gutes draus machen. Genau, was draus machen, und vielleicht entdeckt man auch was Neues, ja, oder geht neue Wege, oder genau. Ja. Das ist eine sehr gute Verbindung, ne, zwischen dem ästhetischen Improvisieren und dem Improvisieren im Leben. Was Gutes draus machen. Ne? Also ja. Ja, okay, aber... Ja, dazu würde ich auch was sagen. Ich habe mich gerade auch schon kurz gemeldet. Sie haben an einer Stelle gesagt, Improvisieren wird oft als etwas Negatives gesehen im Leben. Da haben wir beide so leise gesagt, das sehen wir gar nicht so. Also auch so wie Sie oder wie du. Wie du so sehr, glaube ich, hier. Ne? Und... also ich bin Musikpädagogin und ich arbeite viel mit Gruppen und beschäftige mich auch theoretisch und philosophisch und ethisch mit Gruppenmusizieren. Und da hat für mich Improvisieren einen sehr hohen Wert. Und dieses, ich gehe nicht mit einem Plan rein, denn in dem Moment ermögliche ich den Menschen, sich einzubringen mit ihren Persönlichkeiten. Wenn ich ihnen zuhöre, was sie mitbringen, und dann entstehen daraus ganz andere musikalische Ergebnisse, als wenn ich als Gruppenleiterin in einen Prozess gehe und vorher schon sage, das habe ich für heute geplant und das soll am Ende rauskommen. Also das ist so die Sicht, die ich mir so in den letzten Jahren irgendwie erarbeitet habe. Und bei mir kam das aus der Beschäftigung mit Hannah Arendt, mit der Vita Activa. Und ich fand da
sehr lustig im Gespräch. Also ich habe mich von Soziologie habe ich sehr wenig Ahnung und von Ihren Handlungstheorien. Und Sie haben am Anfang irgendwie gesagt, dass in allen soziologischen Handlungstheorien immer gesagt wird, Handeln ist immer etwas Geplantes. Und Hannah Arendt hat genau das Gegenteil gesagt in der Vita Activa. Die hat eben ganz viele Dinge gesagt, die Sie beide in der letzten Stunde gesagt haben. Also Handeln ist nicht vorhersehbar. Wir wissen bei Handeln, wenn wir richtig handeln, wissen wir nicht, was am Ende rauskommen wird, weil Handeln eine Tätigkeit ist, in der sich die Menschen, die zusammen handeln, einbringen. Und sie sagt auch, Menschen, wir sind dann in einem Beziehungsnetz in der Öffentlichkeit, so wie ihr auch. Und sie wussten jetzt auch nicht, was wir jetzt sagen würden auf ihren Vortrag zum Beispiel. Mhm. Und ich fand das irgendwie einfach lustig, dass wir uns mit Handlungstheorien beschäftigen, Sie in der Soziologie und ich eben in der Ethik. Mhm. Und dass Sie ganz viel gesagt haben, was ich in der Ethik gelesen habe. Mhm. Das wollte ich auch noch irgendwie sagen. Okay. Ja. Ich finde das einfach witzig, dass wir so wenig Ahnung vom anderen haben. Und ich von der Soziologie habe ich sehr wenig Ahnung. Ja, ja. Ja, ich ordne Hannah Arendt eher so in der politischen Soziologie. Genau. Politische Theorie. Und ja, das müsste ich mir angucken einfach. Ich bin nicht auf Sie gekommen quasi im Rahmen meines Projektes, aber natürlich ja, kann und muss sich das weiterentwickeln. Ich glaube, Disziplin ist. Ja, und ich denke das bei mir selber dann auch immer. Man guckt so in gewissen Bereichen und es ist lustig. Wir arbeiten alle so in unseren Bereichen. Mhm, und was Sie gesagt haben, passt halt hervorragend zu Hannah Arendts Handlung. Ja, ja. Habe ich beim Zuhören einfach gemerkt. Mhm. Ja, dann soll können, auch keine Kritik sein. Nein, nein, absolut. Nein, nein. Also so entwickeln sich die Sachen auch weiter. Also ja. Vielen Dank. Ja, wir können nachher drüber sprechen. Ja, das ist eben spannend, dass man aus ganz verschiedenen Perspektiven sich, wenn man dann auf ein Phänomen guckt, dann doch irgendwie zu recht ähnlichen Ergebnissen kommt natürlich. Ja. Mhm. Ich würde gerne nochmal einen Anzug für den Begriff Fehler auch in der Improvisation brechen. Weil es gibt ja schon missglückte Improvisation. Also es gibt Spielsituationen, wo man hinterher sagt, nee, das hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Und also wenn man das Risiko eingeht, Unvorhergesehenes wachzurufen, geht man immer auch das Risiko des Misslingens ein. Mhm. Aber es gibt da ja auch zum Beispiel im Design Thinking sehr bewusste Methoden zu sagen, geh schnell voran und mach schnell Fehler. Weil wenn du schnell am Anfang Fehler machst, machst du die nicht später. Wenn du in einem großen Projekt bist, mach deinen Fehler früh. Und also Fehler als etwas, wo wir Informationen sammeln, wo wir lernen. Und ich denke, das ist im sozialen Feld ja genauso. Wenn eine soziale Interaktion misslingt, kann man daraus, wenn man eine positive Fehlerkultur entwickelt, was lernen. Nur wenn man diese negative Fehlerkultur hat, wo jeder Fehler ein Versagen ist und einen Schuldigen braucht, wie konnte dieser Fehler passieren, dann können wir nichts mehr lernen. Aber wenn wir eine positive Fehlerkultur entwickeln, im Sinn von ausprobieren, und da sind wir, glaube ich, wieder auch ganz nah am Improvisieren dran, also dass wir als Improvisatoren einfach viel ausprobieren und nicht alles ist großartig, was da passiert. Absolut, das entwickelt sich. Ich finde es total interessant, ja. Diese Fehlerkultur seit einigen Jahren wird das total revidiert. Ja? Design Thinking mit also dieses Vorgehen immer wieder mit Prototypen und das quasi, es ist jetzt nicht mehr quasi der künstlerische Bereich, sondern was anderes, aber trotzdem hört man ständig ja, diese Revision, ja, Fehler, ich bin dankbar, dass ich Fehler gemacht habe, weil ich gelernt habe und so weiter. Ich weiß nicht, wie das, also es gibt in der Tat diese Sparte, die quasi von den Just Studies versucht, auf die
ja, Organisationen und so weiter, das zu übertragen. Ja, eine Fehlerkultur, eine, ja, also Improvisation heißt in der Organisationssoziologie Agility, ja, oder in der Management. Also in der Tat denke ich, braucht die Welt, was die Free Jazzer in Ende 1950er Jahre entdeckten, ja, braucht die Welt jetzt, ja, weil man sieht, also mit diesen Plänen und so weiter, das funktioniert nicht, ne? So, und ich finde auch die Entwicklung total interessant, ja. Andreas. Sehr interessante Thema, das wirft weitreichende Fragen auf. Ja, ich gebe dir völlig recht, natürlich erleben wir etwas, das Fehler sein könnte. Möglicherweise können wir es nachher noch uminterpretieren, in einem anderen Kontext ist es dann vielleicht keiner. Aber jedenfalls, diese Art von Kategorie liegt auch bei improvisierter Musik nicht fern. Das Gleiche gilt bei der Unterscheidung, die du gemacht hast, von höherer Ebene und niedrigerer im Zusammenhang mit Emergenz. Das heißt, wir haben klare Vorstellungen beim Spielen, dass es eine Kategorie von Unterschieden gibt. Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, das ist ein Handeln, was nicht intentional ist. Aber es ist natürlich nicht komplett nicht intentional. Es stellt sich dann nämlich heraus, wenn wir vor Fehlern stehen, unzufrieden sind mit dem einen Ergebnis, zufrieden mit dem anderen, dass wir sehr wohl auf einer vermittelten Ebene sehr intentional handeln. Das Problem ist nur, habe ich jedenfalls im Moment den Eindruck, dass weder Soziologie noch die musikalische Beschreibung ausreichen, um diese Intention wirklich zu beschreiben. Großes Thema. Intentionales Handeln, nicht intendierten Folgen des eigenen Handelns und so weiter. Da bin ich fast ein bisschen überfragt, ja, mit dem Thema. Aber ich habe, also das war trotzdem ein zentraler Punkt, ja, weil die Handlungstheorie, dieser gemeinsame Nenner der Handlungstheorie, damit mit quasi dem der die quasi der Handeln definiert als Verwirklichung von Handlungsprojekten, das hat natürlich wiederum auch was mit der Intentionalität des Handelns zu tun. Ja, also es muss dieser Punkt geben für diese Theorie, in dem ich mich entscheide, meinen Handlungsplan in die Tat umzusetzen. Das ist ja intentional. Und natürlich gibt es viele andere Aspekte. Trotzdem von diesem Handeln oder Folgen von dieser Handlung, die nicht intendiert waren. Also das ist die eine Sache. Und das passiert natürlich auch in dem Improvisieren, sicherlich. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Sehr spannendes auch, ja. Ich frage mich, ob wir das ein bisschen so abkoppeln müssen von unseren ästhetischen Erwartungen. Weil die sind ja natürlich vorhanden. Also das heißt, wir bewegen uns immer in unserer eigenen ästhetischen Erwartung und unserer eigenen ästhetischen in unserem Umfeld. Das fängt ja irgendwie schon an bei John Cage. Also es ist ja besonders deutlich, weil da wird ja die Nicht-Intentionalität zu der ästhetischen Kategorie schlechthin erklärt. Aber es ist ja genau seine Absicht, das Nicht-Intentionale in die Kunst einzuführen. Also das heißt, es ist ja eine intentionale Handlung, das Nicht-Intentionale da zu implementieren. Und darin bewegen wir uns ja hier auch in dem Bereich der Improvisation. Dass wir im Grunde, wenn wir jetzt in eine Gruppe gehen, wo wir vielleicht nicht genau wissen, was wir erwarten können, was vielleicht auch auf die Gruppen, mit denen du gesprochen hast, gar nicht zutrifft, weil die sehr genau wissen können, was sie voneinander erwarten können. Aber wir öffnen ja den Raum im Grunde dafür, dass etwas passiert, was wir vielleicht so nicht beabsichtigt haben, aber was wir dann doch begrüßen können und umarmen können und wo dann irgendwie dann tatsächlich wir auch den Raum eröffnen dafür, dass was geschieht,
was wir zwar nicht beabsichtigt haben, aber dass es toll ist, dass es so geschehen ist. Also, und das ist ja im Grunde dann unsere Absicht und unsere Erwartung dessen, was wir von der Improvisation auch wollen. Also das ist so eigentlich eine Gleichzeitigkeit, die sich natürlich theoretisch so ein bisschen schwer auflösen lässt. Also wir haben immer das Paradox der Intentionalität des Nicht-Intentionalen. So ungefähr. Und ich muss dran denken, ich glaube, die, also im Diskurs der freien Improvisation ist das Thema die Reflexion, also endlich mal der Reflexion loswerden. Ja, das ist schon ein Wunsch. Man, also das ist schon präsent. Die möchten wirklich keine Pläne und irgendwann auch weg sein von der Intention, von den Plänen und so weiter. Und man hört, ich habe immer wieder den Satz gehört, ja, wenn man die ganze Nacht gespielt hat, und man hat nichts mehr und kann nicht mehr, dann kommen erst die tollsten Sachen zum Beispiel. Es ist so ein bisschen, vielleicht sogar ein Mythos, ich weiß nicht, aber spannend. Ja. Ich habe das ganz kurz dazu, ich weiß nicht mehr, wer das so gelehrt hat, aber die Idee oder die Aufgabe von dem Lehrer, dem Schüler gegenüber war, immer wieder neu zu improvisieren, immer wieder, jetzt spielen nochmal was Neues, jetzt spielen nochmal was Neues. Und irgendwann kam dann der Schüler an den Punkt an, wo er eigentlich nicht mehr wusste, was er spielen soll, weil er schon alles gespielt hat, was er gespielt hat. Und dann kam er aber da an, dass er tatsächlich was Neues gespielt hat. Was, so, ne? Also das ist schon irgendwie für das Lernen irgendwie ein ganz entscheidender Prozess. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer sich zuerst gemeldet hat. Entschuldigung, wisst ihr noch? Sie. Stimmt, ja. Ja, okay, Annemarie. Ich bin gerade nochmal interessiert, was Ihre quasi Ergebnisse dann für die Handlungstheorien vielleicht noch weiter vorangetrieben haben. Also ist es jetzt so, dass man immer bei Luhmann und Luhmann und Schütz dann schreibt, es muss revidiert werden? Oder ist jetzt, also gibt es so eine Handlungstheorie, die gerade diskutiert wird und wo Ihre Ergebnisse mit eingeflossen sind? Oder gibt es gar nicht quasi eine moderne Theorie, sondern ist es immer eine Darstellung? Einerseits bewegen sich Theorien nicht so schnell, ja? Also es gibt also zu jedem theoretischen Bereich viele Studien, viele Projekte, das hängt von so vielem ab, ob das gelesen wird erstmal, ja? Ob das angenommen wird, diskutiert wird oder nicht, und das ist relativ neu. Also es ist für mich auch interessant, das habe ich 2016 veröffentlicht und die anderen Sachen früher. Und jetzt langsam kommen bestimmte Antworten oder ich merke, die Leute lesen, dass es dauert sehr lange, ja, bis sich Theorien entwickeln. Andererseits habe ich irgendwann über ein Programm sehen können, die meisten Käufer meines Buches sind Designer, nicht Soziologen. Ja? Und das ist in der Soziologie eine sehr marginale Arbeit für die Soziologie. Wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Aber ja, es ist ja nicht die einzige Arbeit. Also mittlerweile gibt es in der Soziologie andere, die auch über oder in den Kulturwissenschaften gibt es Leute, die über das Improvisieren schreiben. In der Musikologie war Improvisieren auch akademisch, war das total marginal. Mittlerweile gibt es auch einige in Deutschland, die drüber schreiben, aber das entwickelt sich so langsam. Ich glaube, ich werde es nicht erleben, ob sich ändert oder nicht in der Theorie. Aber man kann sagen, dass ganz allgemein gesprochen das Thema Improvisation menschlicher Handlungen durchaus angekommen ist und dass eben also wirklich egal welcher Lebensbereich das ist, dass eigentlich zu allem Fachartikel gibt, irgendwie die sozusagen Improvisation schon an dem Thema durchdeklinieren. Aber eben nicht immer so linear aus einer soziologischen Perspektive oder gar irgendwie im Anknüpfung an Silvanas Buch. Aber es verbreitet sich, also es ist irgendwie auf jeden Fall sehr präsent und die Anzahl der Artikel, die dazu erscheinen, ist wirklich gigantisch.
gigantisch groß mittlerweile. Die Wirtschaft, was Sie auch schon gesagt haben, dass da auch so ein Brandeinsmagazin zum Beispiel. Ja, ich wollte nochmal auf das Thema Emergenz zurückkommen, weil ich denke, das ist schon eine Kategorie, die eben über Ästhetik hinausgeht und die einfach ein anderes Denkmodell anbietet für das, was eine gelungene Improvisation ist. Und davon haben ja auch Schliepenbach und Co. gesprochen, als sie davon gesprochen haben, dass manchmal dieser glückliche Moment entsteht, wo die Musik etwas verlangt, wo die Musik die Richtung vorgibt und nicht mehr der einzelne Spieler. Und das ist für mich genau eine Beschreibung, eine musikalische Beschreibung von Emergenz. Und eben mit diesem Begriff kann man das auch in andere Bereiche übertragen, wo wir das sehen können, dass eben in sehr vielen Bereichen genau das nicht passiert, zum Beispiel im Sozialen. Die Interessengruppen stehen einander gegenüber und bewegen sich nicht, weil sie sich gegenseitig blockieren. Oder in der Wirtschaft, Ökonomie und Ökologie stehen sich gegenüber und es kommt aber nicht zu einer Emergenz, die aber durchaus denkbar ist. Aber, und das ist dann die Frage, eben, ja, wie kann man die Prozesse so organisieren, dass Emergenz unterstützt wird. Und da gibt es auch inzwischen sehr gute praktische Arbeiten drüber, also auch wirklich in der Feldforschung, in der Aktionsforschung. Also ja, Otto Scharmer und Theorie U kann ich nur jedem empfehlen, der sich damit beschäftigen möchte. Das war eigentlich genau der Punkt, der mir auch einfiel vorhin. Eben dieser Moment, der so beschrieben wurde, als wo es zusammenkommt und wenn man sich dagegen stellt, es geht nicht. Aber natürlich geht es, natürlich kann man sich auch bewusst dagegen stellen. Und ich frage mich dann, ob es auch eine Frage der Gewohnheit nicht doch ist in dem Moment, ob Emergenz und Gewohnheit nicht auch eine Verbindung haben. Also dass dieser Moment, jetzt wenn ich das zum Beispiel auf Musik jetzt konkretisiere, mit Hörgewohnheiten zu tun hat. Aha, da kommt dieser Moment, da kommt ein Zusammenklang. Klar, es ist auch die Präsenz, dass alle anwesend und bewusst anwesend sind. Und aktiv anwesend, aber das ist auch eine Resonanz mit einer Hörgewohnheit, also mit etwas Vorhergegangenem gibt, was alle in diesem Moment erfasst oder erfassen. Mhm. Also wo auch sich das auflöst, also bin ich erfasst oder erfasse ich, oder wo dann halt eben dieses Top-Down, fand ich auch ein bisschen unglücklich gewählt fast, weil ich da an Hierarchien denke. Und es ist ja dann eher etwas, das Kollektiv, also das ist ja das, was aus dem Kollektiv, was jenseits vom Ego ist, wo sich die Ego-Struktur tatsächlich aufgelöst hat, zugunsten dessen, was da entstanden ist. Und dann geht es um das Gemeinsame. Und wenn ich mich dem entgegenstelle, dem Gemeinsamen, dann löse ich natürlich einen Konflikt aus und breche auch auf jeden Fall einen Code. Also vom Free Jazz auf jeden Fall. Beziehungsweise es ist ja vielleicht aber auch ein bisschen ein Code, immer da auch wieder Fehler reinzuwerfen, um sich, oder Fehler oder wie auch immer, um sich selbst. Also immer das, wo ich weiß, die anderen können vielleicht jetzt nicht genau darauf reagieren. Als Herausforderung, ne? Als weitere Herausforderung. Ich würde nicht das Verstehen dieser Emergenz und dieser Moment der Emergenz als Hörgewohnheit in dem Sinne, dass ich, wie ich das verstanden habe oder wie ich das interpretiert habe von den Aussagen der Musiker, das hat mehr mit einer Erfahrung zu tun als mit, also es ist etwas, was gefühlt wird, was erfahren wird und nicht. Es hat nicht so sehr mit dem zu tun, was gehört wird, inhaltlich, sage ich mal, sondern es ist mehr so eine, so habe ich das verstanden, so eine Intensität, so eine ganz intensive Erfahrung der Gemeinschaftlichkeit, ja, wo tatsächlich also diese, also Sie reden nicht von Egos, aber also die,
die Grenzen zwischen den Teilnehmenden scheinen sich zu löschen und irgendwie ist das so eine ganz, so ein Gefühl, so eine Erfahrung von ganz starker Gemeinschaftlichkeit ist nicht so das genaue Wort. Ja, es ist dieses intensive Einssein. Also in einer der Stellen, die wir gehört haben, sagt, ich glaube, Michael Griner, ein gemeinsames Atmen, oder Christian Weber spricht von Gruppenpuls. Also das ist auch mental und körperlich so eine Erfahrung des gemeinsamen Tuns. Klar, aber was ich sagen wollte, ist, dass es könnte etwas mit Hörgewohnheiten zu tun haben oder nicht nur mit Hörgewohnheiten. Inwieweit kann ich zu einer gemeinsamen Erfahrung zum Beispiel kommen, wenn ich ganz unterschiedlichen Hintergrund habe, ganz unterschiedliche vorhergehende Erfahrungen? Weil diese Erfahrung, die Intensität, klar, das ist der Moment, wo alle beisammen sind. Aber wie kommen denn alle beisammen? Über das Spielen, über das gemeinsame Musizieren. Und was die sagen, ist, sie wundern sich auch, weil sie sagen, ich kann mit den Leuten, die ich kenne, spielen und ich kenne sie super und manchmal klappt es super und manchmal geht überhaupt nicht. Und dann treffe ich mich mit Leuten, die ich nicht kenne und es klappt wunderbar. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Sie wissen das nicht. Das hat so eine unerklärliche Seite. Ja, warum klappt es? Es ist eine Stimmung, es ist, ja, das wissen sie selber nicht. Aber das kennen wir ja auch vom Alltag, oder? Es gibt bestimmte Situationen, in denen total unerwartet eine geniale Stimmung gibt in der Arbeit oder auf einer Party oder sowas, ja, und dann bei anderen Situationen erwartet man, ah, das wird toll und es wird nichts. Und es ist nichts, ja. Also das ist, ja. Naja, ja, ist ein guter Vergleich. Ja. Unterscheiden sich, glaube ich, die Emergenzbegriffe. Wenn Musiker davon reden, dann ist, glaube ich, eher ja, so etwas wie ein magischer Moment gemeint. Mhm. Was passiert zwischen den chemischen Prozessen und dann der Entstehung einer Zelle, das ganz Neue sozusagen in die Welt eintritt, zwischen den Einzellern und dann plötzlich sind die Vielzeller da. Was ja nicht weniger magisch ist, ne? Da ist nicht von Magie die Rede, sondern man kann es beschreiben, auf welcher Ebene etwas stattfindet und das ist etwas grundsätzlich Neues. Wir sollten uns vornehmen, die Theorie so weit voranzutreiben, dass wir auch in der Musik einen Begriff dafür oder eine Terminologie, ein Verständnis dafür finden, auf welcher Ebene wir das beschreiben wollen. Ich bin nicht sicher, ob die Ebenen, bei denen die Musikwissenschaft bisher angesetzt hat, Musiksemiotik zum Beispiel oder so, ob die wirklich tauglich sind dafür. Vielleicht brauchen wir da auch etwas anderes, aber ich bin nicht ganz zufrieden, wenn es bei der Wahrheit von Magie bleibt. Ich glaube, das ist handgreiflicher. Wir sind uns viel zu einig darin, dass es so etwas gibt. Es ist natürlich schwierig, weil eine Sache sind die Naturwissenschaften und eine völlig andere Sache sind die Sozialwissenschaften, in denen natürlich also menschliche Erfahrung, Sinngebung und so weiter vorhanden sind, was bei den Zellen nicht der Fall ist. Ja, und deswegen ist, also ergibt sich von selbst sozusagen, dass die Beschreibungen auch einen anderen Charakter haben. Aber trotzdem finde ich das ganz, ganz produktiv, dass man vergleicht und guckt, okay, wie können wir da genauer damit umgehen? Klar.
Also ich finde den Emergenzbegriff nicht ungeeignet, im Grunde, um da weiterzuarbeiten, ne? Weil der schon das eigentlich trägt, auch in der Diskussion, also mir fällt jetzt Keith Sawyer noch ein, genau. Also ich meine, da sind mehrere Komponenten drin, also der Flow, der Gruppenflow, sagt er, wenn es sinkt, so ist irgendwie der Begriff, das ist schon, glaube ich, der richtige Weg. Man muss es eben dann nur präzisieren. Aber das ist, glaube ich, so, dass viele Begriffe in unterschiedlichen Bereichen einfach, da reicht es nicht, den Begriff zu sagen, sondern man muss ihn eben kontextualisieren. Man muss dann meinen, was man ganz spezifisch damit meint und ihn eben in dem Kontext erläutern. Und wenn wir das tun, können wir damit vielleicht tatsächlich ein bisschen weiterkommen, um dieses Phänomen zu beschreiben. Und das ist ja teilweise auch schon getan. Also bei Keith Sawyer, da geht es zum Beispiel genau um diese Momente, um zu beschreiben, was passiert da eigentlich in der Gruppe beispielsweise. Rainer. Ich wollte noch mal einen anderen Aspekt ansprechen oder eine andere Frage stellen, mehr aus soziologischer Sicht. Mich würde interessieren, ob Sie auf Jacob L. Moreno gestoßen sind, der ein Soziologe vor 100 Jahren schon sich mit Improvisation befasst hat, der gleichzeitig Improvisationstheaterspieler war, also auch Improvisationstheater damals initiiert hat. Und der hat sozusagen eine ganz eigene, vielleicht etwas, könnte man sagen, anarchistische Rollen- und Handlungstheorie entwickelt. Ist auch so eine ganz eigene Position in der Soziologie, ne? Ist auch teilweise gar nicht richtig wahrgenommen worden. Und wenn ich das jetzt so verbinde mit dem, was Sie gesagt haben, zu dem Materialbegriff, dann ist eigentlich sein Rollenbegriff so weit gefasst, dass es im Grunde um Material geht. Also Rolle kann für Moreno eigentlich alles sein, jedes Handlungsmuster. Und damit kann gespielt werden in der Improvisation auf der Bühne oder auch im Leben. Also er hat ja das Psychodrama entwickelt, wo es darum geht, Handlungsmöglichkeiten zu erkunden und Varianten des Handelns auszuprobieren, um im Leben dann eine größere Variabilität zu haben. Das war ja so seine große Intention und das, was er eben aus dem Theater, aus Theater und Soziologie verbunden hat. Mhm. Sozusagen ein Vorgänger von Erwin Goffman. Genau. Also der Vorgänger oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, es ist wesentlich ergiebiger als dieser Interaktionismus, glaube ich, von Goffman. aber genau. Auf jeden Fall, ja. Aha, okay. Also wie heißt der nochmal? Moreno, Jacob L. Moreno. Okay. Ich kenne den nicht, aber es klingt interessant, ja, um sich das anzugucken. Ja, also ich meine, er ist wirklich Soziologe gewesen, ne? Er hat sich mit Gruppensoziologie beschäftigt, aber eben sehr stark kam sehr stark vom Improvisationstheater. Okay, aha. Okay, danke für den Hinweis. Aber das ist ja was sich sowieso unserer Kenntnis entzieht, also wer sozusagen früher schon sehr ähnlich gedacht hat, es aber nicht einfach in eine soziologische Theorie gegossen hat. Ja. Das ist ja nicht unbedingt dann immer neues Wissen, sondern es ist eher Wissen, was dann vielleicht mal neu theoretisch gefasst wird. Ja. Da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Ja, absolut. Und deswegen sind solche Hinweise gut, ja, weil ich wäre nie auf diesen Namen. Ich hab wirklich auch ein paar Sachen über Improvisationstheater gelesen, aber nicht den Autor. Deswegen danke. Ich schreibe mir das nachher auf. Jacob Moreno schreibe ich jetzt auf. Okay. Mhm. Was eben nicht intentional da
Und ich denke, dass die Improvisation, die freie Improvisation, als Ausgangspunkt ja die Krise hat. Wir haben eben nichts in der Hand, wir haben nichts. Ja, und es ist irgendwie eine kleine Krise, die uns herausfordert, im Grunde aus dieser Ich-Struktur auch herauszutreten und zu öffnen. Ja, und wenn wir da die Kraft haben und den Mut haben, eben diese Präsenz des Nichthabens uns einzulassen, dann kommt uns etwas entgegen. Und was auch mit bestimmten Rollen zu tun hat, oder ich würde jetzt sagen, von meiner Profession her, irgendwie mit bestimmten archetypischen Kräften, ja, die dann durch uns ins Musikalische irgendwie auch wirksam werden können. Das finde ich sehr interessant, weil in der Tat geht die oder gehen viele Handlungstheorien davon aus, dass Kreativität entsteht, wenn Krisen in der Durchführung von Handlungsprojekten entstehen. Ja, also wenn ich ein Handlungsprojekt habe oder eine Routine, also Routine heißt, ich habe Handlungsprojekte inkorporiert und ich realisiere sie, ohne irgendwie alles zu planen, weil ich das schon inkorporiert habe. Ja? Und wenn ich diese Handlung durchführe, diesen Handlungsplan realisiere und es nicht geht, dann entsteht eine Krise. Ja? Und also es ist total parallel zu dem, was Sie erzählen. Und diese Krise führt zu neuen Formen des Handelns. Ja? Also wirklich sehr, sehr ähnlich. Das ist ja in der freien musikalischen Improvisation ganz bewusst irgendwie auf die Krise. Genau, die versucht, ja. Ja, es gibt Platz zu anderen Handlungsformen, die nicht quasi die Realisierung von Handlungsprojekten sind, sondern Stichwort Spontanität. Und da die Handlungstheorie hat natürlich Schwierigkeiten mit dem Thema Spontanität. Aber ich wiederum das Improvisationsprojekt machte mich darauf aufmerksam, dass bestimmte spontane Situationen sehr viel verraten von Menschen, ja, also freudsche Fehler sowieso, ja, und ja, es gibt, also das habe ich, also es ist diese selektive Wahrnehmung, ja, wenn man mit einem Thema beschäftigt ist, sieht man dann viel mehr, was, und diese, also ich sehe immer wieder in spontanen Reaktionen Sachen, die quasi erscheinen, die in mehr so, was weiß ich, geplanten, routinierten Handlungsweisen nicht vorkommen. Ja? Und das ist eben, denke ich, wenn ich Sie richtig verstehe, dieses Erscheinen von anderen Dimensionen des Ichs, ja, die auch vorhanden sind, die auch wirksam sind im Handeln, ja. Ich würde da gerne eine Brücke schlagen zu deinem Beitrag vorher, zu der Frage, ob manchmal dieses Einvernehmen nicht auch im Klischee, also im Bekannten stattfindet. Und wenn man das verbindet, in jeder Krise gibt es Handlungsalternativen. Ich kann entweder die Krise wirklich annehmen, dann gehe ich ins Nichtwissen, ins Unbekannte und daraus entsteht Kreativität. Oder ich gehe zurück in meinen Rucksack des Bekannten und greife mir dort irgendeine Methode heraus, die in der Vergangenheit funktioniert hat, und bringe die wieder rein. Und dem würde entsprechend musikalisch sich auf einer bekannten, vergangenen Form zu treffen. Nee, bist du nicht einverstanden? Nee, das war es. Also gut, hast du mich falsch verstanden? Okay, das ist also was. Aber das sagst du jetzt. Das ist was, ja, was ich jedenfalls aus der Improvisationspraxis durchaus kenne. Ja. Also man kann in der Krise sich auf sozusagen den Bekannten treffen und sich dann wohlfühlen. Es klingt schön und jeder weiß, so kann man das machen. Oder man kann eben in die Krise reingehen und dann entsteht es, also was ich auch eben vorher noch mal rein,
reingeworfen habe, dass die Musiker überrascht sind von dem, was passiert. Also für mich ist dieses Überraschende ein Teil der Kreativität, weil nämlich überrascht bin ich, wenn was wirklich Neues passiert. Mhm. Und diese Überraschung erfährt auch der Wissenschaftler, wenn er auf was wirklich Neues stößt. Und ja, das ist in allen Bereichen, auch der eben Kreative in der Wirtschaft, der nach neuen Lösungen sucht, wenn die Lösung erscheint, so überrascht, weil es nicht planbar ist. Und also insofern denke ich, also die Emergenz wäre eine überraschende neue Lösung und die, man könnte fast sagen, Regression ist irgendwo aus der Krise rauszugehen in was Bekanntes, in dem man sich sicher fühlt. Aber du warst nicht mehr einverstanden. Doch, ich bin einverstanden mit dem, was du sagst, aber es war nicht das, was ich meinte. Also ich meinte nicht... mit gemeinsamer Gewohnheit meinte ich nicht das Klischee. Ich kann nachvollziehen, dass du darauf kommst, aber ich meinte eher so etwas wie zum Beispiel gemeinsame Skalen oder Tonsysteme oder vielleicht sogar Sinnesorgane, um es ganz allgemein zu sagen. Also weil, wenn ich weiterdenke, meine ich sogar ja gemeinsame Sinnesorgane, weil wann kann etwas, es kann ja beim Rhythmus schon passieren, dass man sich aber, ja, zum Beispiel, ich, also deswegen denke ich auch, ist das interessant, ich finde auch das Fusion-Phänomen, musste ich auch dran denken, so diese Fusion-Musiker, die sich dann eh mal mit entfernteren relationalen Systemen begegnen, weil da bereits die Bereitschaft der Offenheit ist und das ist dann wieder eine Förderung der Offenheit oder eine Herausforderung für die eigene Offenheit oder wo ist der Anschluss, wo finde ich da eine Kommunikationsebene. So. Aber das, in die Richtung hatte ich eher gedacht. Okay. Wir sind jetzt wirklich in ein total spannendes Feld reingekommen nochmal. Auch durch das Gespräch sind wir irgendwie nochmal so in Ebenen auch gelandet, die wirklich vieles aufmachen. Also Spannungsfelder zwischen dem Intentionalen und dem Nicht-Intentionalen, zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, zwischen routinisierten Handlungen und der Überwindung von Routinen, zwischen dem Vorhergesehenen und dem Unvorhergesehenen. Also das sind ja irgendwie alles Spannungsfelder, die in der Musik relevant sind dann, aber eben uns dann auch im Leben begegnen. Und damit finde ich schon, dass wir eigentlich, wenn wir das jetzt mal nebeneinander stellen wollen, ziemlich viele große Felder aufgemacht haben, wo manches sicherlich noch im Unklaren ist, auch für mich, vor allem ich oft, also das Thema Entscheidungen, wie bewusst entscheidet man sich eigentlich. Und das wäre vielleicht auch nochmal interessant, da von einer soziologischen Perspektive drauf zu gucken, diese Frage der Entscheidung nochmal zu reflektieren. Ich will jetzt das Gespräch an dieser Stelle hier beenden und vielleicht können wir das nachher noch weiterführen. Ich danke euch allen sehr herzlich fürs Kommen, fürs Interesse und für eure Beiträge und natürlich vor allem auch dir fürs Kommen, Silvana. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke. Ich freue mich. Ja, ich fand das super spannend und freue mich, den Dialog noch fortzusetzen. Danke dir und Ihnen auch natürlich. Okay.